euch allen einen wunderschönen guten Morgen, ein herzliches Willkommen und einen reichlich gesegneten ersten Advent. Die begeisternde und schöne Weihnachtszeit beginnt wieder. Wir feiern die Tatsache, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, hier auf diese Erde gekommen ist, um uns Menschen zu dienen, um uns Menschen die Liebe Gottes zu zeigen, wie groß und wie wunderbar seine Liebe zu uns ist. Ich möchte alle unsere Gäste, die heute hier zum ersten, zweiten, dritten Mal sind, alle Besucher, die hier sind, ganz, ganz herzlich willkommen heißen und natürlich auch alle Gäste, die heute im Livestream uns zuschauen. Hey, und wenn du heute zum ersten Mal im Livestream zuschaust, wir heißen dich ganz besonders herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Lasst uns alle unseren Gästen mal einen richtig kräftigen Applaus geben. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Jürgen Weingart, ich bin einer der Pastoren hier in der Kirche und es ist mir eine Ehre, heute hier ein wenig euch durch den Gottesdienst zu begleiten. Ja, ein kurzer Abriss, was uns heute hier erwartet. Wir haben hinter mir eine wunderbare Band, die sich One Reason nennt. Es gibt nur einen Grund und das ist Jesus Christus, den wir anbeten wollen, dem wir Musik spielen wollen, dem wir gesungene Gebete darbringen möchten. Wir nennen das Lobpreis und Anbetung. Wir freuen uns auf den Start einer neuen Predigtserie. Der Titel ist Maranatha und ich verrate euch nicht, was das bedeutet. Ich nehme mal an, dass die meisten das schon mal gehört haben, das Wort. Aber vielleicht ist der eine oder andere da, der dieses Wort noch nicht gehört hat. Und dann wirst du heute eine Erklärung bekommen. Daniel Allgeier, unser Pastor, wird die Predigt halten. Ihr habt auch heute wieder alle die Möglichkeit, euch zu beteiligen, mit euren Ressourcen euch zu investieren in Gottes Reich. Wenn wir investieren, dann eigentlich immer mit dem Zweck, dass für uns dabei was rausspringt. Das ist doch irgendwie so das menschliche Denken. Aber wir investieren nicht nur, damit für uns etwas rausspringt, sondern wir investieren, weil wir wissen, dass Gott die Menschen liebt. Und wir wollen dazu beitragen, dass Gottes Reich in dieser Welt gebaut werden kann. Und wir werden euch schließlich am Schluss des Gottesdienstes mit allen nötigen Informationen versorgen, die jetzt in naher Zukunft eben anstehen. Ich lade euch ein, dass wir zusammen aufstehen, spreche ein Gebet mit uns und dann steigen wir ein in eine Zeit, wo wir miteinander feiern, unseren Gottlieder singen. Vater, danke für diese Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen dürfen. Dich zu feiern, dich zu loben, dich anzubeten, ihr Lieder zu singen. Danke, Jesus, dass du für uns Menschen auf diese Welt gekommen bist. Und unser großer Wunsch ist, dass noch viele, viele Menschen in unserer Stadt und weit darüber hinaus die Realität von der Weihnachtszeit, von Advent, von der Tatsache, dass du gekommen bist, ergriffen werden, dass sie diese Wahrheit erkennen und verstehen. Wir bitten dich um deinen Segen für diese Zeit des Gottesdienstes. Amen.
stehe ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Das nächste Lied ist No Longer Slaves. Und da gibt dieser Satz: You rescued me, so I can stand and sing. I am a child of God. Dieser Satz trifft mein Herz immer, weil vor 9 Jahren war ich in einer dunklen Stelle, vor einer schlimmen Beziehung, und ich war so depressiv. Ich habe gedacht, wie komme ich hier heraus? Aber Gott hat mich herausgezogen, er hat mir ein neues Leben gegeben. Und vielleicht fühlst du dich heute genauso. Vielleicht denkst du, wie komme ich hier heraus? Lauf zu Jesus. Du bist wertvoll, du bist geliebt. Lauf zu Jesus. Er hat es für mich getan, er hat es für uns getan. Nichts ist zu groß für Jesus. Lassen wir zusammen singen. Surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone, and I'm no longer a slave to fear. Child of God, and I'm no longer a slave to fear, 'cause I am a child of God.
fear, 'cause I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear, 'cause I am a child of Ich singe auch hin, damit deine Stimme
bisschen lauter. Sing ein bisschen lauter. Sing ein bisschen lauter. Sing ein bisschen lauter. Wenn der Feind mir gegenübersteht. Sing ein bisschen lauter. So laut, bis jeder Zweifel geht. Sing ein bisschen lauter. Als Waffe sing ich nur für dich. Sing ein bisschen lauter. Sing ein bisschen lauter, wenn der Feind mir gegenübersteht. Sing ein bisschen lauter, so laut, bis jeder Zweifel geht. Sing ein bisschen lauter, als Waffe sing ich nur für dich. Sing ein bisschen lauter. Ich singe auch in der Mitte eines Sturms. Lauter und lauter wird dieses Lied zu hören sein. Raus aus der Asche, Hoffnung erwacht. Der Tod ist entwachte, der König beginnt. Ich singe auch in der Mitte eines Sturms. Lauter und lauter wird dieses Lied zu hören sein. Raus aus der Asche, Hoffnung erwacht, der Tod ist entwacht, der König nichts Schöneres auf dieser Welt, als mit anderen Menschen zusammen in Gottes Gegenwart zu sein. Manchmal ist das Leben in dieser Welt doch sehr komplex und auch kompliziert. Und die ganze Welt wird irgendwie in Atem gehalten. Und man scheint manchmal so das Gefühl zu haben, als würde sich diese Welt in zwei Lager teilen. Eine Seite, die sagt, das ist alles ganz gefährlich, und die andere Seite sagt, es ist alles erlogen. Lass uns miteinander beten, dass wir als Christenheit eine Einheit bleiben. Was immer meine persönliche Meinung ist zu dem Thema, um die Krise herum, ist relativ. Ich bin ja nicht der Nabel der Welt. Ich möchte nur einfach eins sein, mit denen ich zusammen Jesus folgen darf. Lass uns für die Einheit des Leibes Christi, der Kirche Jesu Christi beten, und lasst uns auch für die, die in Verantwortung sind, in unserem Land, unsere Bundeskanzlerin, die Ministerpräsidenten, lasst uns für sie beten und Segen Gottes über ihrem Leben aussprechen. Und
Und dazu muss ich mich nicht gut fühlen. Ich entscheide mich dazu, weil Gott es uns in seinem Wort sagt, dass wir es tun sollen. Und du kannst es jetzt an deinem Platz tun, in ein paar ruhigen Momenten. Wir danken dir, Jesus, dass wir deine Kinder sind und dass wir Träger von Hoffnung sind, dass wir Menschen sind, die positiv Einfluss nehmen auf ihr Umfeld, den Menschen gegenüber, die uns täglich begegnen. Strahle du selbst aus uns heraus, wir können das nicht produzieren. Strahle du, Jesus Christus, aus uns heraus. Hinein in diese Welt, denn du hast gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn wir das Licht der Welt sind, dann gibt es ohne uns in dieser Welt kein Licht. Deswegen bitten wir dir, segne dein Volk, deine Kirche. Und wir bitten dich, Herr, dass du unsere Regierenden, die Verantwortlichen, mächtig vom Himmel berührst. Tue dein Werk in ihrem Leben, begegne ihnen und ziehe sie zu dir hin, Jesus. Dass sie Gnade haben, zu sehen, was du von ihnen haben willst und was dein Wille ist für unser Volk, nicht was ihr eigener Wille ist. Bitten dich, dass du sie segnest. Amen. Amen. Gerne dürft ihr alle Platz nehmen. Ich freue mich jetzt, Predigt zu hören von unserem Pastor Daniel Allgeier zu dieser Thematik Maranatha. Ich bin schon sehr gespannt. Und lieber Daniel, wir segnen dich im Namen Jesu. Wir werden uns entscheiden, wir alle zusammen werden uns entscheiden, ob hier live oder am Bildschirm. Wir öffnen uns jetzt. Wir machen unsere Ohren auf, weil wir glauben, dass nicht einfach nur irgendein Mensch zu uns redet, sondern weil wir glauben, Gott will jetzt zu uns sprechen und uns etwas geben. So sei gesegnet im Namen Jesu Christi. Amen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig, mal wieder hier vorne vor euch stehen zu dürfen. Ein Riesenvorteil, in der Kirche zu sein, wo Menschen in ihren Gaben wachsen, ist, dass sie auch anfangen zu predigen. Und der Nachteil ist, wenn man selber gern predigt, dann darf man nur alle paar Wochen mal. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich liebe es, den Jan zu hören, ich liebe es, den Per zu hören, liebe es, Jürgen zu hören, Gastprediger. Aber ich will ja auch nochmal und heute darf ich nochmal und mit einer Botschaft, die echt herausfordernd auch für mich in der Vorbereitung war. Ich habe mich mit der Thematik wenig beschäftigt bis jetzt, wenig auseinandergesetzt und habe gemerkt, da ist echt Gewicht drin. Da ist so viel drin. Aber vorweg brauche ich meinen Presenter, merke ich gerade. So, jetzt bin ich wieder im Bilde. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an eure Kindheit erinnern könnt. So die Weihnachtszeit, ne, jetzt ist alles adventlich geschmückt. Man wusste so, wenn die erste Kerze brennt als Kind, das dauert nicht mehr lange. Aber gefühlt war das eine Ewigkeit, bis wirklich Heiligabend war. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch so als Kind? So diese Erinnerung, meine Güte, 24 Tage, ewig her. Weiß nicht, war jemand verheiratet, ist jemand verheiratet, war jemand eine Braut? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr darauf hingefiebert habt auf diesen Tag? Und oh, wann ist es endlich soweit? Wann darf ich meinen Traumprinzen heiraten? Vielleicht warst du nie verheiratet. Vielleicht kannst du dich auch nicht mehr an deine Kindheit erinnern. Aber du hast letztens im Internet ein wunderschönes Kleid gesehen und gesagt, das brauche ich unbedingt. Und als Mann, ein ganz praktisches Werkzeug, das brauche ich unbedingt. Und bestellt und jetzt heißt es erstmal warten.
Ja? Aushalten und warten. Es gab ein paar Leute, die mussten auch in dieses Warten hineingeführt werden. Es waren die Jünger von Jesus. Jesus war auferstanden und er brachte sie zusammen mit sich auf den Berg. Er ging mit ihnen auf den Berg und dann wurde er vor ihren Augen emporgehoben in den Himmel. Und sie schauten. Und was jetzt? Und dann standen zwei Männer bei ihnen und sie sagten, mal schauen, was sie sagten. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum seht ihr hier und starrt zum Himmel? Warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Wir Christen, wir sind Wartende. Seit über 2000 Jahren, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt, so wie er es uns in seinem Wort versprochen hat, so wie er es uns verspricht. Und die ersten Christen, die taten was ganz, ganz Interessantes, wenn sie sich begrüßten und auch wenn sie sich verabschiedeten, sie sagten zueinander, Maranatha. Ich hoffe, das funktioniert. Ah, Matthias, du da, ich jetzt weiß ich, warum es nicht funktioniert. Ist immer wieder das Gleiche. Das Ding muss man anmachen, dann geht es viel besser. Hey Matthias, von jetzt an mache ich es selber. Vielen, vielen Dank, dass du da aufmerksam bist. Maranatha. Und wir finden eigentlich diese Stelle nur in einem Vers, und zwar in 1. Korinther 16, 22. Da sagt nicht Jesus, sondern Paulus, wenn jemand den Herrn Jesus nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha. Das ist das einzigste Aufkommen dieses Wortes. Ich finde das ganz schön heftig. Ganz schön heftig. Wenn jemand Jesus nicht lieb hat, der sei verflucht. Aber wenn Jesus das Leben ist, ich bin das Leben, dann gibt es nichts anderes, was das Leben ist. Und wenn du außerhalb vom Leben bist, dann bist du abgekattet von allem Guten. Das ist die Konsequenz der Fluch. Maranatha bedeutet, unser Herr ist gekommen. Oder auch, wenn man es anders betont, unser Herr komme. Oder auch, unser Herr kommt wieder. Und sie sagten das zueinander, um sich zu ermutigen. Die Zeiten waren nicht immer wie auf dem Ponyhof, wo alles glatt lief. Das waren herausfordernde Zeiten. Aber sie sprachen sich zu, hey Maranatha, der Herr kommt bald. Oder auch im Gebet als Bitte, Herr, komme bald. Der Wunsch nach Erlösung, der regt sich in mir immer mehr. Je älter ich werde und je mehr ich sehe, wie verdorben diese Welt doch ist, da wünsche ich mir, dass eine Neuordnung der Dinge geschieht, dass das Böse aus dieser Welt genommen wird. Aber das Problem ist, wenn das Böse aus der Welt genommen werden soll, dann muss ich aus der Welt genommen werden, weil das Böse lebt in mir. Nicht Adam und Eva sind schuld an allem Bösen. Du und ich, wir sind Adam und Eva, wir verkörpern sie. Das Böse ist in uns. Wir hätten uns genauso entschieden wie sie gegen Gott. Wir entscheiden uns immer wieder gegen Gott. Die Sünde kam in die Welt. Und mit ihr das ganze Leid, das ganze Elend, der ganze Mist, die ganze Kindervergewaltigung, die ganze Pornografie, die ganze Miste, Krieg und alles Mögliche kam mit der Sünde in die Welt. Und in uns ist doch dieser Wunsch, dass doch Gerechtigkeit aufgebaut wird, oder? Da ist doch dieser Wunsch, dass die Menschen, die Böses tun, dass die auch gerecht behandelt werden für diese Strafen. Nein, sie schwelgen im Luxus. Es geht ihnen scheinbar gut. Maranatha, Herr, komm bald. Bring die Sachen doch wieder in Ordnung. Weil wir Menschen sind nicht fähig. Bei allen Friedensverhandlungen, bei allen Dingen, die gemacht werden von uns Menschen, wir sind scheinbar nicht fähig, diese Welt in Ordnung zu bringen. Bei allen Bemühen, eine grüne Welt daraus zu machen. Bei allem, was wir tun, wir schaffen es nicht. Wir müssen erlöst werden. Unser Herr, komme bald. Warum ist dieser Satz so entscheidend? Wieso ist er so wertvoll? Ich möchte mit uns zusammen mal diesen Satz sagen. Unser Herr kommt wieder. Lasst uns mal gemeinsam sagen. Unser Herr kommt wieder. Wisst ihr, was ihr gemacht habt? Das habt ihr vorhin im Lobpreis übrigens auch schon gesagt, als ihr mitgesungen habt. Ihr habt ein Bekenntnis gesprochen. Ihr habt ein Bekenntnis ausgesprochen. Eine Wahrheit habt ihr mit eurem Mund ausgesprochen. Und als Freikirchler, wir tun uns ja mit Bekenntnissen immer so ein bisschen schwer. Ja? Das Vaterunser als vorformuliertes Gebet ist ja auch ein Bekenntnis. Unser Vater, wir drücken damit aus, er ist Vater. Oder auch das apostolische Glaubensbekenntnis. Wer kann es auswendig? Noch nicht mal ich.
Maria, Halleluja, du kannst es auswendig. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist ein Bekenntnis, das ist ein Statement. Ich bin nicht aus nichts entstanden. Das ist ein Bekenntnis zu einem Schöpfergott, der sich als Vater uns Menschen offenbart. Liebevoll und gütig, voller Erbarmen. Auch wenn Bekenntnisse vorformuliert sind, wenn es jemand anders mal für uns zusammengeschrieben hat und wir es dann nur noch aussprechen, so sind Bekenntnisse unglaublich wertvoll. Sie haben eine dreifache Kraft in sich, nämlich das erste ist, Bekenntnisse retten. Denn man wird für gerecht erklärt, heißt es in Römer 10, Vers 10, wenn man mit dem Herzen glaubt. Ja, ich glaube mit dem Herzen. Ja, aber da wirst du nicht gerettet. Da steht, man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Jetzt geh in diese Welt hinein und sag, ich bin Sünder und ich brauche Rettung. Du bist auch Sünder und du brauchst auch Rettung. Da kriegst du einen ganz schönen Shitstorm. Mach das mal in den sozialen Medien. Ja? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Wow, da kommt ein ganz schöner Sturm auf dich. Das kannst du dir aber sagen. Aber dieses Bekenntnis hat Kraft zur Rettung. Das zweite ist, Bekenntnisse stärken uns. In Offenbarung 12, Vers 11 heißt es, unsere Brüder und Schwestern haben ihn, den Bösen, das Böse besiegt durch das Blut des Lammes, weil Jesus sein Blut vergossen hat und durch ihr standhaftes Bekenntnis. Sie waren bereit, dafür ihr Leben zu opfern. Ich bin manchmal nicht mal bereit, Kritik dafür hinzunehmen, für mein Bekenntnis. Oh, was denken jetzt die Menschen? Vergiss es, was Menschen denken. Überleg, was Gott denkt. Dafür ihr Leben zu opfern und den Tod auf sich zu nehmen. Und das dritte ist, Bekenntnisse offenbaren. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Ihr Lieben, die evangelische Landeskirche und die meisten theologischen Hochschulen in diesem Land bekennen das nicht mehr, dass Jesus im Fleisch geboren ist. Das bekennen sie nicht mehr. Sie glauben nicht mehr an die Jungfrauengeburt. Sie glauben nicht an einen Schöpfergott. Ich weiß nicht, woran sie glauben, aber definitiv ist es so, dass da ein Geist ist, der eben nicht aus Gott ist. Weil hier heißt es, jeder Geist, der Christus im Fleisch bekennt, ist aus Gott. Ich habe mir vor einigen Wochen, wo ich auch über Bekenntnisse nachgedacht habe, nochmal dieses apostolische Glaubensbekenntnis ausgedruckt und über meinem Schreibtisch gehängt und ich spreche es mir selber immer wieder zu. Ich spreche diese Wahrheit immer wieder in Existenz über mir und meinem Leben, um mich zu fokussieren, weil ich merke, da sind so viele Meinungen, so viele Strömungen, so viele Lügen in dieser Welt. Wer Gott ist und wie er ist und so weiter. Ja, Gott liebt dich über alles. Ja, Gott liebt dich über alles, aber er ist auch gerecht. Ja. Wow, das ist ganz schön harter Tobak, ich weiß. Mich richtet so ein Bekenntnis auf das aus, was ich glaube. Es ist so eine komprimierte Zusammenfassung dessen, was Christen seit 2000 Jahren glauben. Und ich will dich ermutigen, druck es dir aus, häng es irgendwo hin und lerne es auswendig. Du wirst ganz vielen Predigern und Predigten, die hier und da im Land gesprochen werden, dem wirst du nicht mehr auf den Leim gehen, weil du merkst auf einmal, sie predigen nicht mehr das, was in diesem Bekenntnis seit 2000 Jahren geglaubt wird. Und dort heißt es unter anderem, dass man daran glaubt, dass Jesus wiederkommen wird. Maranatha! Der Herr kommt wieder. Diese Wahrheit hinter diesem Wort, sie richtet uns aus, ja, auf den, der eine verlorene Welt mit seiner Liebe erfüllen will. Er richtet mich aus auf den, der sein eigenes Leben nicht verschont hat, sondern sich selber hingegeben hat. Es richtet mich aus auf den Herrn. Der Herr kommt bald. Er ist der Chef. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Diese Wahrheit, die richtet mich auf den allmächtigen Gott aus, der in den Himmel gefahren ist und der versprochen hat, wiederzukommen. Mit unserem Bekenntnis nehmen wir ihn beim Wort. Wir nehmen sein Wort ernst. Und wir drücken damit aus, dass wir uns nach ihm sehnen. Wie eine Braut sich nach seinem Bräutigam und nach ihrem Bräutigam sehnt. Wie ein Kind,
den 24. Dezember herbeisehnt, wie ein Mann sein praktisches Werkzeug herbeisehnt, um endlich das Problem an der Wasserleitung oder am Auto reparieren zu können. Paket, komm doch bald. Jesus, komm doch bald. Erlöse uns von dem Bösen. Der Herr kommt wieder. Das war eine Realität für die ersten Christen. Sie lebten ständig in dieser Erwartung. Das war Teil ihrer Identität. Wir sind Fremde in dieser Welt, heißt es. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, Philipper 3,20 oder Kolosser 3, Vers 2. Trachtet nach dem, was droben ist. Wir haben eine Hoffnung, die ist auf der Erde. Nein, die ist im Himmel für uns aufbewahrt. Da ist unsere schlussendliche Hoffnung. Nicht die Regierenden, nicht Gesetze, nicht ein Job ist unsere Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung. Wozu soll er denn wiederkommen? Ich habe es schon angedeutet. Und wie kommt er wieder? Das verrät uns Matthäus 16, 22. Da heißt es, denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters. Mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Er wird diejenigen, die ihn in ihrem Herzen angenommen haben, die geglaubt haben in ihrem Herzen und die mit ihrem Mund bekannt haben, dass er der Herr ist, die wird er zu sich nehmen. Die wird er belohnen, heißt es hier. Hey, zu sich in seine Gegenwart, wo es kein Leid, wo es kein Geschrei, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es vollkommene Gerechtigkeit gibt. Mein Papa wird nächste Woche bei uns predigen. Ich freue mich riesig und er wird über den Himmel predigen. Aber er kommt auch zum Gericht, zum Urteil für die, die nicht an ihn glauben. Das ist harter Tobak. Aber schlussendlich ist es das, auf was wir uns sehnen, oder? Wir sehnen uns doch nach Gerechtigkeit. Und ist es ungerecht, wenn jemand sagt, ich will nicht, dass er zum Schluss auch die Konsequenz seines Ich will nicht bekommt? Oder ist das, ja, ist doch nicht ungerecht, es ist doch nur gerecht. Diese aufrichtige Erwartung an die Wiederkunft unseres Herrn, die soll etwas mit uns machen. Sie soll uns nicht in Angst versetzen. Der kommt wieder. Oh nein. Sie soll uns nicht in Überheblichkeit bringen. Ja, wenn er wiederkommt, ne, dann, ja, ich habe ja geglaubt und meinem Herzen bekannt. Wer steht, seht zu, dass er nicht falle. Die soll uns auch nicht in Trägheit versetzen. Ja, der Herr kommt ja wieder, der macht ja alles neu. Nein, wir sind immer noch aufgerufen, diese Natur zu bewahren. Wir sind immer noch aufgerufen, Gerechtigkeit auf diese Welt zu bringen, Menschen zu helfen, zu trösten, zu stärken, sie zurechtzubringen. Und diese Wahrheit soll uns auch nicht in Mutmaßung bringen. Ja, also ich glaube, der kommt her, kommt in 5,5 Jahren wieder, weil die Prophetie X und die Prophetie Y und die Prophetie Z, nichts da. Wisst ihr, was Spurgeon gesagt hat? Die Tatsache, dass Jesus Christus wiederkommen wird, ist kein Grund zur Sternenguckerei, sondern zur Arbeit in der Kraft des Heiligen Geistes. Wie kommt er wieder? Petrus sagt Folgendes, doch der Tag des Herrn, also wenn er wiederkommt, wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen. Und alles wird sich in Flammen auflösen. Und die Erde mit allem, was auf ihr ist, wird verschwunden sein. Matthäus 25, 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Also wir sehen, einerseits kommt es unerwartet, plötzlich, aber auch voller Macht, voller Herrlichkeit, voller Autorität, voller Stärke. Der Herr kommt wieder. Und es ist gut, wenn wir uns das ins Gedächtnis rufen. Weil mir wurde in den Vorbereitungen bewusst, wie wenig ich das eigentlich auf dem Schirm habe in meinem Alltag, in meinem täglichen Leben. Und wie gut es ist, das auf dem Schirm zu haben, weil es einen fokussiert. War jemand von euch bei den Pfadfindern? Okay, dann bringe ich euch was bei über die Pfadfinder. Die Pfadfinder, der Ranger oder der Stammesleiter, der sagt immer, seid ihr bereit? Und was denkt ihr, was sagen die Pfadfinderkinder? Alle Zeit bereit! Wir hatten hier einen Jungen gehabt, der litt an einer Erdnussallergie. Der hatte als kleines Kind mal an anaphylaktischen Schock, heißt das, glaube ich, bekommen.
Und seitdem hatte er immer einen Rucksack dabei, egal wo er war, mit diesem Medikament, falls er aus Versehen irgendwas essen würde, wo ein Erdnuss drin ist. Er war alle Zeit bereit. Ihr Lieben, so ähnlich kannst du dir das vorstellen. Hey, seid ihr bereit? Yo, alle seid bereit. Ich bin. Yo, ja, yeah, yeah. Kommst du? Ja, okay. Lass mich dann so leben, wie du es willst. Lass uns mal schauen, was Petrus sagt, der gerade von der Vernichtung der ganzen Erde gesprochen hat. Er sagt im nächsten Vers, 2. Petrus 3,11, wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Und ihr Lieben, ich will mal jeden Gedanken an Heiligkeit, der falsch ist, ausräumen. Heiligkeit heißt nicht so, mit so verklärtem Blick nach oben schauen und so einem güldenen Kranz um unser Kopf. Heiligkeit heißt Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Sanftmut, Enthaltsamkeit, Beständigkeit, Treue, die Frucht des Geistes. Wenn die offenbar wird, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Das ist Heiligkeit. Das ist Heiligkeit. Abgesondert sein von allem Bösen und nur das Gute in sich tragen. Ihr sollt heilig sein. Vers 12. Und ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen. Den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. Wow, das ist echt Apokalypse pur. Das ist Science Fiction. Meine Güte, ey. Ganz schön harter Tobak, die Bibel, oder? Aber wir können uns nicht das Schöne und Sanfte und Nette und Jesus liebt uns, er nimmt uns in den Arm. Ja! Das können wir uns nicht rauspicken und das andere, was so heftig und klar und gerecht ist, und das zur Seite schieben. Wir müssen immer den ganzen Kuchen essen. Ja? Können uns nicht nur die Sahnehäubchen so rausnehmen. Kuchen ist ein schlechter Vergleich, das kann man schon. Aber im Glauben kannst du es nicht. Das unterscheidet den Kuchen vom Glauben. Hey, diese Worte, sie sollen uns wachrütteln. Und sie sollen uns helfen. Torin, Evangelist und großer Erweckungsprediger, sagte, die bevorstehende Wiederkunft unseres Herrn ist das große biblische Argument für einen reinen, für einen selbstlosen, für einen hingebungsvollen, nicht weltlichen, aktiven Lebensdienst. Die bevorstehende Wiederkunft unseres Herrn ist das große biblische Argument für einen reinen, selbstlosen, hingebungsvollen und nicht weltlichen, aktiven Lebensdienst. Jesus sagte Folgendes, Lukas 12,40, auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Wir merken, wow, Wachsamkeit ist wichtig, wie ein Dieb in der Nacht. Bereitschaft, alle Zeit bereit und Treue. Ich habe am Anfang schon gesagt, dieses Beispiel der Braut, bei uns ist es 17 Jahre her, als ich mit dem schön geschmückten Auto in die Weberstraße 20 gefahren bin, geklingelt habe und meine Braut gesehen habe, wie sie da runterkam. Und meine Frau wusste, der Daniel, der kommt so zwischen 8 Uhr und 8:30 Uhr. Aber in der damaligen jüdischen Tradition und in vielen Kulturen, da weißt du als Braut nicht, wann der Bräutigam kommt. Also machst du dich so schnell wie möglich fertig, bereitest dich vor. Keiner will im Schlafanzug morgens seinem Bräutigam begegnen. Seid bereit, wenn es soweit ist. Hey, das ist es, was dieses Bekenntnis Maranatha in uns erzeugen will. Das ist es, was Advent von uns möchte. Da brennt ein Licht und nächste Woche sind es 2 und übernächste sind es 3 und 4. Der kommt wieder, ganz sicher. Ganz sicher. Und wir sehen, die Bibel heißt, es ist wie Geburtswehen. Geburtswehen, das ist so, dass je näher es an die Geburt kommt, immer enger aneinander folgen. Die Schmerzen der Frau, die verkrampfenden Bauchmuskeln. Und da weiß ich, die Geburt ist nahe herbei. Und wir sehen es schon in diesen Zeiten, dass die Geburtswehen, diese Dinge, diesem Kommen Jesu vorausgehen sollen, dass sie immer enger aneinander folgen.
Dieses Maranatha, das will aufrichtigen Glauben in uns erzeugen. Es will eine feste Hoffnung und eine glühende Liebe in uns erzeugen. Augustinus sagte das, wer das Kommen des Herrn liebt, ist nicht derjenige, der behauptet, dass es weit entfernt ist. Noch ist er es, der sagt, dass es nahe ist. Er ist es, der, ob weit oder nah, mit aufrichtigem Glauben, mit fester Hoffnung und mit glühender Liebe darauf wartet. Geliebte, wir können für diesen letzten Moment bereit sein, indem wir in jedem Moment bereit sind. Und das hat nichts damit zu tun, dass du dich selber erlösen musst, dass du versuchst, ein ganz frommes Leben anstrengend zu leben. Das funktioniert nicht. Wir leben aus der Kraft von Jesus, weil er sein Leben gab. Können wir unser Leben so leben? Weil er diente, können wir dienen. Weil er liebte, können wir lieben. Lieben, wie wird man bereit? Augustinus sagte, wir können für diesen letzten Moment bereit sein, indem wir jeden Augenblick bereit sind. Hey, jeden Augenblick, das ist ganz schön steil. Beim Netflix-Serie schauen? Beim Kuchen backen? Jeden Moment bereit, während ich was auch immer mache? Wie funktioniert das, in jedem Augenblick bereit zu sein? Ich glaube, das Erste ist, dass wir uns bewusst sein sollen, dass unsere Zeit auf dieser Erde begrenzt ist. Psalm 39, Vers 6 sagt, siehe, Hand breit. Eine Hand kann man gut überschauen, ne? Kann man gut sehen, wie breit die ist. Siehe, Hand breit hast du meine Tage gemacht. Und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. Unsere Lebenszeit ist begrenzt. Sie kann nur einmal verwendet werden. Das kostbarste Lebensgut, was wir Menschen haben. Man sagt, der Mensch lebt im Durchschnitt 700.000 Stunden. Aber ich weiß nicht, ob ich 700.000 Stunden habe, ob ich der Durchschnitt bin. Vielleicht habe ich auch 800.000, vielleicht habe ich auch 500.000. Ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, wann unser Ende kommt. Und wir wissen auch nicht, wann Jesus kommt. Deswegen das Erste ist, lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen, heißt es im Psalm 90. Und in der Neues-Leben-Übersetzung heißt es, lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Indem wir, das Zweite ist, unsere Prioritäten richtig setzen. Er sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Jesus sprach zu jemandem, was ist das Wichtigste im Leben? Was ist das Wichtigste, was ich beachten muss? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Jesus lieben mit allem, was ich habe und bin. Und er sagte auch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Alles, womit wir uns die ganze Zeit beschäftigen, Gott will es uns schenken, wenn wir ihn an erste Stelle setzen. Unsere Geschäfte laufen besser, wenn wir ihn an erste Stelle setzen. Unsere Ehen laufen besser, wenn wir ihn an erste Stelle setzen. Alles, was wir anpacken, wird besser laufen, wenn wir ihn an erste Stelle setzen. Das kann ich euch versprechen. Wir werden im Januar eine Serie starten, die heißt Tun, was Jesus tat. Und da geht es ganz viel darum, wie kann ich diese Beziehung zu Jesus kultivieren und stärken? Wie kann ich ihn an erste Stelle setzen? Was sind die Methoden? Was sind hilfreiche Werkzeuge über die Jahrhunderte, die Menschen geholfen haben, immer, alle Zeit bereit zu sein? Was hilft uns, unsere Prioritäten nicht aus den Augen zu verlieren? Ich glaube, unser Bekenntnis, Maranatha. Und wir sollten es immer wieder mal sagen zueinander. Gerhard, Maranatha. Maranatha. Das haben wir verloren, so dieses einander eine Wahrheit zusprechen, nicht um im anderen irgendwie in so ein awkward Moment zu führen, sondern um eine Wahrheit auszusprechen, um dem anderen zu helfen, seine Prioritäten neu zu ordnen, um mir bewusst zu machen, er kann jederzeit kommen. Wir feiern heute den ersten Advent. Und in einigen Wochen feiern wir die Menschwerdung eines Gottes, der seine Herrlichkeit verließ,
um uns Menschen ganz nahe zu kommen. Und je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr treibt mich ein Wunsch. Ich will, dass alle Menschen erkennen, wie sehr Jesus sie liebt und wie wunderbar dieser Herr ist. Wie wunderbar es ist, einen Chef im Leben zu haben, auf den man sich einfach verlassen kann. Dem man gerne seine Wünsche erfüllt. Und ich wünsche mir, dass Jesus bald wiederkommt. Aber bis dahin will ich eines tun. Mein Leben will ich einsetzen, damit das passiert, was er möchte. Menschen sollen von ihm hören. Menschen sollen ihn aufnehmen in ihr Herz. Und ihr Leben soll verändert werden durch seine Liebe. Das ist es, was ich möchte. Ich möchte sehen, dass sie eine Sehnsucht bekommen wiederum, anderen Menschen von ihm zu erzählen. Eine Sehnsucht bekommen, ihm zu begegnen, vor ihm zu stehen. Ich möchte sehen, wie diese Menschen ihr Leben so führen, dass sie jeden Augenblick bereit sind. Welches Bekenntnis sprichst du über dein Leben aus? Welches Bekenntnis sprichst du über dein Leben aus? Manche, die machen sich ja immer schlecht. Von klein auf, vielleicht haben sie irgendein Bekenntnis ihrer Mutter gehört, ach, du wirst niemals was. Und das ist ins Herz gefallen. Klein wie ein Samenkorn hat es dort aber Wurzeln geschlagen und ist zu einer Pflanze geworden. Und auch wenn man es kognitiv nicht mehr glaubt, irgendwie hat es sich im Herzen verwurzelt. Ach, das kriege ich niemals hin. Ach, ich bin ja nichts. Und so weiter. Und man glaubt tief im Herzen Lügen und ist in seiner Identität davon geprägt. Versucht das dann irgendwie zu kompensieren mit Leistung, mit Anerkennung, die man von Menschen bekommt, anstatt an die Wurzel zu gehen. Anstatt Bekenntnisse des Wortes Gottes zu nehmen, die da lauten, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich im Leib deiner Mutter geschaffen. Du bist wertvoll, du bist kostbar. Ich glaube an dich. Sei mutig und sei stark. Das sind die Wahrheiten des Wortes Gottes, die diese Wurzeln der Lügen ausreißen aus unserem Leben. Aber wir müssen sie auch immer wieder aussprechen über uns. Wir müssen sie aussprechen, viel öfters aussprechen, als unsere Gedanken Schlechtes denken. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, da ist Kraft zur Rettung meiner emotionalen und seelischen Gesundheit auch drin. Stärke dich mit den Wahrheiten aus der Bibel, indem du sie vor Augen hast. Hänge dir Postkarten überall hin. Tapeziere deine Eingangs- und Ausgangstüre, wenn du raus und rein gehst. Ja? Die Israeliten sollten an die Pfosten des Hauses, ja, sollten die Gottes Wort schreiben. Immer wenn sie daran vorbeigingen, sollten sie sehen, sie sollten sich Gebetsriemen, die Wahrheiten Gottes um die Hände binden. Weil Gott wusste, dass wir als Menschen uns so schnell von der Lüge, die in der Welt ist, beeinflussen lassen. Bekenntnisse. Jesus wird wiederkommen. Kommt er für dich wie ein Dieb in der Nacht? Überraschend. Oh, jetzt war ich gerade beschäftigt, mein Haus und meine Projekte, mein Plan, meine Firma. Ne? Das dürfen wir alles machen. Wir dürfen erfolgreich sein. Wir dürfen ein Business aufbauen, was so richtig floriert. Wir dürfen eine Kohle verdienen. Wenn wir auf dem Fundament des Glaubens stehen, wenn das unsere Stärke, unser Fundament ist, wenn das die erste Priorität hat. Oder kommt er für dich wie der Bräutigam, auf den du als Braut sehnsüchtig wartest? Ist schwer für uns Männer, ne? So mit einem weißen Bräutigam, mit so einem breiten Brautkleid sich das vorzustellen. Kommt er für dich wie das lang ersehnte Werkzeug, was du unbedingt brauchst, um dein Autoproblem, den Motorschaden zu richten? Hey, und bist du dann bereit, wenn er kommt? Jetzt muss man meine Hose erst noch anziehen, hier, ne? Um dann das Werkzeug auch in die Hand zu nehmen. Nein, ich ziehe meine Hose an, weil das Werkzeug kommt ja bald, haben sie ja gesagt. Jesus kommt bald, hat er gesagt. Unser Leben ist ein Hauch. Seht ihr diese Wolken im Hintergrund? Da macht man, dann sind die weg. Unser Leben ist ein Hauch, ein Dunst. Welchen Dingen deines Lebens gibst du
wie viel Zeit und Lebenskraft musst du 40 Stunden die Woche in die Arbeit gehen? Ja, viele müssen es, um ihr Haus abzubezahlen und das Auto zu zahlen. Aber musst du diesen Lebensstandard pflegen, den du gerade hast? Überdenk doch mal alles. Vielleicht ist das auch eine Lüge, dass man einen gewissen Lebensstandard haben muss. Und wenn du diesen Lebensstandard senkst, hast du vielleicht auch mehr Zeit. Mehr Zeit für deine Ehe, mehr Zeit für deine Kinder, mehr Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Wo musst du neue Prioritäten in deinem Leben setzen? Meine Güte, da kommt man aus einem Alltag raus und musste 40 Stunden sein Bestes geben. Tausende Zoom-Meetings machen und dann hört man so eine Botschaft, ja, dass Jesus wiederkommt und dass die Erde vergehen wird, ja, und dass er Gericht halten wird. Meine Güte. Christen damals haben sich dieses Wort Maranatha, der Herr kommt bald, gesagt, um sich zu ermutigen in dieser Welt. Um sich bewusst zu machen, meine Heimat ist nicht hier, meine Heimat ist im Himmel. Und von dort wird er wiederkommen, mein Retter. Von dort wird er die Neuordnung aller Dinge in Gang setzen. Sie haben es gesagt, um sich zu fokussieren. Sie haben es gesagt, um ihre Prioritäten permanent bei der richtigen Sache zu haben, um Gottes Reich an erste Stelle in ihrem Leben zu stellen. Und das wünsche ich mir und wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen. Lasst uns aufstehen, bitte. Ich möchte gern für uns beten. Jesus, deine Liebe ist so wahnsinnig groß, dass wir sie niemals auch nur annähernd verstehen könnten. Aber wir dürfen sie erfahren. Wir dürfen sie erfahren, wenn wir auf das Kreuz schauen, Jesus. Wenn wir dahin schauen, Herr, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du dein Leben für Menschen gegeben hast, denen es oft nur um sich selber geht. Boah, ich bin nur erstaunt über dich, Jesus. Ich bin erstaunt über dich. Und Herr, ich bete von Herzen für uns, dass diese Liebe uns immer wieder neu auf dich ausrichtet, auf dein Wort. Und wenn wir ausgerichtet sind, Jesus, auf dein Wort, dann will ich, dass du uns wirklich mit dieser Wahrheit füllst, dass du uns begegnen willst, dass du wiederkommen wirst. Jesus, ich will dich bitten, dass du uns wach machst und dass Lügen aus unserem Herzen verschwinden, die wir geglaubt haben. Dass wir unseren Fokus auf dich richten. Ich will dich bitten, dass du uns hilfst, uns stärkst, uns zurüstest, uns Kraft gibst, Herr. Ich möchte dich bitten für alle, die enttäuscht und frustriert sind von dieser Woche, dass sie wieder ermutigt und gestärkt werden, dass sie wieder neu wirklich ihre Prioritäten überdenken, dass sie wieder neu sich ausrichten auf dich, Jesus. Herr, ich brauche dich, wir brauchen dich, Jesus. Füll du uns mit deinem Geist immer wieder neu. Füll du uns. Nimm weg, was dich stört in unserem Leben, Jesus. Du bist gut und wir lieben dich. Amen. Ich weiß nicht, wo du stehst mit Jesus. Ich weiß nicht, wo du sagst, hey, ich bin schon lang unterwegs mit Jesus. Und es passt so, wie ich unterwegs bin. Ich will dich ermutigen, definiere doch mal deinen nächsten Glaubensschritt. Sag, Jesus, da ist mehr bei dir drin. Da ist mehr möglich bei dir, als das, was ich bis jetzt erlebt habe. Wenn du ganz am Anfang des Glaubens stehst, wenn du sagst, ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt all das glaube, was der Typ da sagt da vorne, dann will ich dich ermutigen, doch glaub es mir. Ich kenne so viele Menschen, die, als sie angefangen haben, Jesus nachzufolgen, komplett verändert wurden. In eine so positive Art und Weise, wie ich selber nicht für möglich gehalten hätte. Das habe ich so oft erlebt in meinem Leben, dass ich dir Mut mache. Fang doch heute an, mach diesen Schritt. Und wenn du heute sagst, ja, Jesus, ich will dich in mein Leben aufnehmen, dann wollen wir gemeinsam mit dir dieses Gebet beten, das ausdrückt, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ich will dich als meinen Herrn und Retter annehmen. Du kannst es einfach laut aussprechen.
Herr Jesus Christus, ich erkenne, dass es falsch war, dir nicht zu folgen, sondern meine eigenen Wege zu gehen. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünden bezahlt hast und mir neues Leben geben möchtest. Ich kehre heute von meinen eigenen Wegen um und bitte dich von Herzen um die Vergebung meiner Sünden. Von heute an folge ich dir als meinem Herrn und Retter. Hilf mir, dir treu nachzufolgen. Amen. Ich will dich ganz herzlich willkommen heißen, ob online oder hier in der Familie Gottes, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast. Und ich will dich einladen, wenn du hier bist vor Ort, komm nach dem Gottesdienst zu uns. Wir wollen dir helfen, dein Leben mit Jesus zu gestalten. Wenn du online bist, geh auf unsere Website, nimm mit uns Kontakt auf. Wir wollen dir helfen, dein Leben mit Jesus zu gestalten. Und jetzt wollen wir gemeinsam ein Lied singen, was auch so ein bisschen dieses Thema nochmal aufgreift. Es ist schon sehr wichtig,
was für eine Sprachkultur wir pflegen. Dass richtige Sprache, die richtigen Bekenntnisse, das richtige Bekenntnis bringt Rettung. Es führt zum Sieg und es offenbart, zu wem wir gehören. Du darfst gerne sagen, ich bin Christ. Ich folge Jesus. Er ist der Herr. Er ist ein guter Gott. Und das auszusprechen, wann immer es möglich ist, das zu tun. So oft wie nur irgend möglich. Halleluja. Ihr dürft gerne Platz nehmen und schenkt mir noch mal ein paar Minuten eure Aufmerksamkeit, dass ich euch entsprechend informieren kann über das, was jetzt ansteht. Noch einmal sei der Hinweis gegeben, wenn du heute die Entscheidung getroffen hast, dein Leben Jesus zu geben, oder wenn du sagst, ich sollte dringend ein paar Kurskorrekturen in meinem Leben vornehmen, ich möchte einen konkreten Glaubensschritt tun, hier im Anschluss an den Gottesdienst werden hier vorne Mitarbeiter sein. Die werden für dich da sein, für dich beten und dich segnen. Uns ist es ganz besonders wichtig, dass dieser Glaubensschritt, den du gehst, auch begleitet wird. Nicht, ja, ich treffe eine Entscheidung und im Alltag des Trubels vergesse ich meine Entscheidung wieder. Nein, dafür haben wir Kleingruppen. Und dort sind Menschen, mit denen du ins Gespräch kommen kannst und mit denen du dich austauschen kannst und wo du deine Glaubensschritte, die du gehen willst, auch teilen kannst, und die helfen dir dann dabei. Wir brauchen diese Gemeinschaft, diesen Umgang miteinander, um lernen zu können, wie man Jesus nachfolgt. Gerne darfst du dich informieren an unserem Infopoint oder auch an unserer blauen Pinnwand hinten oder eben auch über unsere Webseite. Dann möchte ich den Hinweis geben, dass wir am 6. September wieder den ersten Teil von Next Steps anbieten. Also heute gibt es kein Next Steps, sondern erst wieder am 6. Dezember um 15 Uhr. Man kann sich hier online anmelden, also nicht erst nächstes Jahr im September, sondern jetzt kommenden Sonntag. Dann ein ganz wichtiger Hinweis für alle unsere Mitglieder, die hier zur Kirche gehören. Am 13. Dezember werden wir eine Mitgliederversammlung haben. Diese wird aber ausschließlich online stattfinden. Die Informationen dazu bekommt ihr natürlich auf unserer Webseite, um euch anmelden zu können. Und für alle, die keinen Internetzugang haben, die dürfen sich am Infopoint entsprechend darüber informieren, wie das dann genau läuft. Allen wird auf jeden Fall die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zugeführt. Dann noch ein ganz wichtiger Hinweis, es steht ja bald Heiligabend vor der Tür, also wenn dann alle vier Kerzen brennen, dann ist Heiligabend, ja. Wir werden an Heiligabend drei Gottesdienste anbieten. Drei kurze Gottesdienste um 15 Uhr, um 16 Uhr und um 17 Uhr. Und auch hier bitten wir euch, euch rechtzeitig anzumelden auf unserer Webseite. Unsere Senioren können sich wieder am Infopoint entsprechend anmelden. So, ich hoffe, dass ich jetzt alles gesagt habe. Jetzt dürft ihr investieren. Investieren nicht in eine Aktie oder in einen Fonds oder was auch immer. Wir investieren mit dem, was wir haben, in Gottes ewiges Reich. Wir investieren in ewige Werte, die im Himmel wiedergefunden werden. Und wir laden euch ein, uns mitzuhelfen, dass wir das, was wir hier tun, dass wir das verbreiten können, dass wir die Möglichkeit haben, diese gute Nachricht von Jesus Christus überall auf dieser Welt zu verbreiten, indem ihr gebt oder eben auch per PayPal ist das ja auch möglich. Ihr seht die Folie eingeblendet, wie man auch digital sich beteiligen kann. Ganz, ganz herzlichen Dank für jeden, der sich hier beteiligt und auch investiert. Wir bitten euch darum, wenn wir jetzt den Gottesdienst abschließen, darauf zu achten, die Hygieneregeln einzuhalten, die Masken aufzusetzen und entsprechend unnötig nahe Grüppchenbildungen zu vermeiden, um auch niemanden unnötig zu gefährden.
Ihr dürft gerne nochmal aufstehen und ich möchte einen Segen für uns alle sprechen. Dieser Segen ist ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, das durchs Aussprechen im Glauben Realität wird. Darum hör noch einmal ganz bewusst. Der Friede Gottes, der größer ist als alles Menschliche begreifen und verstehen. Er bewahre unsere Herzen und unsere Gedanken in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Amen. Euch allen noch einen wunderschönen Sonntag. Seid gesegnet und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Auf Wiedersehen, ihr allen, die im Livestream zugeschaut haben. Gott segne euch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.